Wie oft auch allgemein bekannt, sind krähenverwandte, hochentwickelte, wachsame und sehr gelehrige, mittelgroße bis große Sperlingsvögel. Die Geschlechter sind weitestgehend gleich gefärbt, Männchen sind allerdings etwas größer. Die Ernährung der Krähenvögel ist sehr vielseitig, es können Früchte, Samen, Insekten, aber auch Aas aufgenommen werden. Diese hohe Anpassungsfähigkeit führt dazu, dass Krähenverwandte praktisch in allen Lebensräumen zu finden sind. Ebenso legen fast alle Arten Vorräte an, man denke nur an den Tannenheer oder an den Eichelheer. Die Nester werden auf Bäumen, aber auch in Höhlen, zum Beispiel bei Dohle und Alpendohle, errichtet. Die Krähenvögel haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten, zum Beispiel sogenannte Bruthelfer bei der Aaskrähe, und außerbrutzeitlich können große Trupps angetroffen werden. In Österreich gibt es 9 Brutvogelarten, wobei interessanterweise die Verbreitungsgrenze von Raben- und Nebelkrähe in Österreich zusammenkommt. Es ist so, dass nach der Eiszeit aus den Refugialzentren im Osten die Nebelkrähe und im Westen die Rabenkrähe sich hier in Mitteleuropa getroffen haben und auch in Österreich eine breite Mischzone bilden. Der Aaskrähe, also der Raben- und Nebelkrähe, werden wir auch ein eigenes Artkapitel widmen. Es sei dazu gesagt, dass je nach Auffassung Raben- und Nebelkrähen als Arten, Unterarten oder sogenannte Halbarten, auch Semispezies genannt, gelten. Jedenfalls ist es so, dass die Aaskrähe in Österreich weit verbreitet ist und auch massiv bejagt wird. Beispielsweise werden allein in Oberösterreich 25.000 Rabenkrähen pro Jahr geschossen. Der Kolkrabe ist mit 2.500 bis 5.000 Brutpaaren in Österreich wieder weit verbreitet. Seit den 1980er Jahren breitet er sich von den Alpen aus und ist nun auch wieder in den Niederungen im Osten und Norden zu finden. Die Saatkrähe brütet ausschließlich im Osten mit steigenden Brutpaaranzahlen. Derzeit sind es etwa 2.500 bis 2.700 Brutpaare. Der Tannenheer mit seiner sehr interessanten Biologie lebt mit 15.000 bis 30.000 Brutpaaren in Österreich. Wir werden ihm auch ein eigenes Artkapitel widmen. Im Prinzip kann man sagen, dass es zwei voneinander getrennte Vorkommen, einerseits in den Alpen, andererseits in der böhmischen Masse, gibt. Der Eichelheer, dem wir wiederum ein eigenes Artkapitel widmen werden, ist mit 30.000 bis 50.000 Brutpaaren ein verbreiteter Brutvogel bewaldeter Gebiete. Die Elster kommt mit 15.000 bis 20.000 Brutpaaren in Österreich vor. Es ist ebenfalls ein verbreiteter Brutvogel, allerdings von eher offenen Landschaften und zunehmend in Siedlungen. Sie meidet also ausgeprägte Waldgebiete, aber auch völlig ausgeräumte Agrarlandschaften. In Österreich kommt auch die Dohle vor, der wir ebenfalls ein Artkapitel widmen werden. Der Bestand wird derzeit mit 3.300 bis 4.600 Brutpaaren angegeben. Sie hat einen Schwerpunkt außerhalb der Alpen, also in tiefen Lagen, und kommt sehr häufig in Siedlungen vor. Letztlich brütet in Österreich noch die Alpendohle mit 7.000 bis 14.000 Brutpaaren. Sie ist ein Brutvogel der Alpen, wie der Name schon sagt, und ist jenseits der Berge als Ausnahmeerscheinung anzusehen.